Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Once Human. Es geht nahtlos weiter. Wir sollen hier ja noch erkunden nach einer mysteriösen Kiste suchen hier. Pfeile und Springseil. Sehen eine Unterhaltung. Eine Unterhaltung, also ein Teil vom Buch oder so. Was war das denn? Ich habe mich gerade eingefroren hier oder so. Alte Klamotten. Eine Harpune. Nicht abgeschickter Brief. Kaputte Taschenlampe. Sternstaubverschmutzung wird schlimmer. Noch eine kaputte Taschenlampe. Kleber. Alte Klamotten. Da kommt was. Säure. Waffenkiste. Mod erhalten, Nahkampfverstärker. Verderbter Wolf. Bestienfleisch.
Okay. Säure. Ich schieße hier einfach so. Vielleicht soll ich mal nachgucken, wie viel Pfeil die da haben. Auch 50 Stück noch. Dann kriegen wir noch mal. Da ist auch wieder. Saisonziele abschließen. Platziere Möbelstücke, koche 5 Mahlzeiten, besitze eine Rüstung mit Kalibrierung plus 2, besitze eine Waffe mit Kalibrierung plus 4, erreiche eine Territoriumsgebäudebewertung von 100, schließe eine Territoriumsreinigung mit Level 15 auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad ab, ohne dass dein Sternenstaub Resonanzfilter Schaden erleidet. Meilenstein. Luftspiegelung. Erreiche, um Folgendes zu erhalten. Aktuelle Saisonphase. Okay, also das muss ich dann erledigen, damit ich dann die Belohnung kriege. Ich renne mal einfach hier durch den Mais. Was ist das? Kartoffeln. Nehmen wir doch gerne mit. Noch keine Ahnung, wie viel ich das brauche, aber immer mitnehmen. 33 Kilo, also das, wohin das Schwerste, da war dieses dreckige Wasser, was ich ganz zu Anfang mitgenommen habe, das war so schwer. Hätte ich vielleicht jetzt sogar das Motorrad nehmen können. Guck mal auf der Karte. Da ist das Camp. Da ist das Herrenhaus. Spaltanker. Das Motorrad wird nicht angezeigt. Okay. Pfeile. Nehmen wir. Nehmen alles mit, was wir hier rumliegen sehen. Wer weiß, wofür das alles gut ist. Kleber, Stoff, Wasserkocher und eine Kiste. Kisten sind immer gut, aber da muss man so nah dran gehen. Energieverbindung. Sternoid. Nehmen wir doch alles mit. Nahkampfverstärker und noch eine Kiste. Gerösteter Weißdorn. Also es lohnt sich doch wohl alles hier zu durchsuchen. Ich habe keine Ahnung, aber mitnehmen.
Vielleicht kann man davon Brot backen oder so. Okay, und das scheint der Spaltanker zu sein. Aktiviert. Vierzig Pfeile haben wir noch. Nehmen wir uns erstmal das Haus vor da. Ist das eine ganze Siedlung hier oder was? Kann ich nicht mehr nehmen oder was? Pfeile. Ich bin hungrig. Jetzt nicht mehr. Und ein Wecker, ein Football, Tagebuch. Kann man nicht erschießen. Wasserkocher. Es gibt viel zu erforschen. Weiter. Sandsturm, Tier 1. So, da waren wir, da waren wir noch nicht. Springseil und Säure. Malpinsel, Kosmetikkoffer. Alte Klamotten. Thank you.
Säure. Langsam muss ich aufpassen. Ah, ne, 45 Pfeile habe ich noch. Kugelschreiber. Tacker. Schießpulver. Kleber. Beute. Sprengstoffanzug. Fragment Sprengstoffanzug. Also das Erkunden, das nimmt dann auch schon mehr Zeit in Anspruch. Handhabung Scheinwerfer. Da brauche ich wenigstens keine Pfeile. Wo ist er jetzt hin? Da. Teddybär.
der Kindheit. Hat mich das Biest erschrocken. Hälfte. Also lohnt sich schon alles durchzugucken hier. Ich habe allerdings keine Ahnung, was man mit den ganzen Materialien machen soll. Zerlegen wahrscheinlich. Die haben wir schon, das haben wir schon. Den haben wir aktiviert. Hatten wir den nicht auch schon erledigt? Kriege auch immer wieder Pfeile zurück. Da kommt noch einer. Stimmt alles irgendwie nützlich. Vogelscheuche. Säure und Pfeile. Was ist das denn für ein Teil da hinten? Da rumläuft. Aber ich glaube, da bin ich noch nicht stark genug zu. Also unterscheiden, was Spielergebäude sind und was hier zum Erkunden gehört. Das sind Orangenbäume.
Bekomme ich da auch Orangen? Kürbis. Nö. Holzböcke und XP, aber keine Orangen. Bist du der Orangenbauer? Wie viele Pfeile habe ich denn noch? Immer noch 43. Ah, durch die, die ich zurückbekomme. Das ist ein Spielerhaus. Ach, hier ist mein mein Zufluchtsort. Ich habe ein Motorrad und laufe durch zu Fuß durch die Gegend hier. Wieso, warum, weshalb, weswegen? Keine Ahnung. Das hier gehört wieder zum Spiel. Wieder Säure, da ist wieder so ein Viech drin, was explodiert. Erstmal die Umgebung säuber machen. Säure und Pfeile. Nur Pfeile. Ja, das ist doch schön. Und dann schreck mich nicht so. Pfeile. Das ist wie in einem anderen Haus aufgebaut. Bäcker. Ein Bücherregal. Und da ist auch noch eine Kiste. Also es gibt sehr viel zu erkunden und die Aufnahme ist schon wieder ist eine halbe Stunde rum. Leute, die Zeit vergeht hier so schnell, man hat so viel zu tun. So viel zu looten, so viel zu erkunden.
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch dann zur nächsten Folge. Euer Ballo. Ciao, ciao.